So, Freunde, herzlich willkommen in der Allianz Arena zu München. Es ist ein strahlend schöner Wintertag. Diese Stimme kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal bei einem Spiel des FC Bayern in der Allianz Arena war. Stefan Lehmann gehört zum FC Bayern wie das Oktoberfest nach München. Seit mehr als 20 Jahren ist er Zeremonienmeister bei den Bayern. Und heute wollen wir mal schauen, wie so ein Arbeitstag im Leben des berühmtesten Bayern, der noch nie ein Tor geschossen hat, aussieht. Mal gucken, ob er sich hier an der Säbener Straße irgendwo rumtreibt. Grüß dich. Hallo, endlich finde ich dich. Ja, es ist immer viel zu tun, gerade an Spieltagen natürlich. Hat man gerade noch was besorgt hier aus dem Fanshop. Mhm. Aber es wird Zeit ins Stadion. Ja. Dürfen wir mit? Wenn du, kann ich bei so einer schönen Frau Nein sagen. Ich stand ja schon als Kind in der Südkurve. Lange Jahre habe da, ich weiß noch, wie da eine Eintrittskarte noch 2 Mark gekostet hat. Oh, lange ist her, ne? Ja, in der Südkurve im ehrwürdigen Olympiastadion. Und dann bin ich, als ich ein bisschen älter geworden bin, so Ende 20, bin ich dann, was viele machen, habe ich mir meine Jahreskarte, meine Dauerkarte gekauft. Die war dann Haupttribüne Seite, ganz nah an der Südkurve, aber halt dann Sitzplatz. Und da war ich lange Jahre, viele Jahre, bis dann eben, dass sich so herauskristallisiert hat, dass der FC Bayern eine Radiokooperation mit Antenne Bayern eingegangen ist. Und dann natürlich lag es relativ nahe, dass ich dann eventuell den Stadionsprecher mache. Ich bin allerdings, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur von ein paar Jahren ausgegangen. Ich dachte, da ist eine viel höhere Fluktuation, dass dann irgendwann mal wieder ein anderer kommt, der das macht. Dass dann aus den 3 Jahren, von denen ich ausging, letztendlich, wie du vorhin gerade richtig gesagt hast, jetzt schon die 21. Saison. Ich sag's keinem. Was bedeutet das denn für dich, jetzt Teil der Bayern-Familie zu sein? Ich denke sehr, sehr viel, weil es einfach so ein großer Teil meines Lebens ist. Ich werde irgendwann mit Sicherheit mal als Stadionsprecher auch das Mikrofon weitergeben. Ich kann eigentlich nur dankbar sein, das sage ich nochmal, dass der liebe Herrgott es so eingerichtet hat, dass ich mit meinen Talenten, die ich vielleicht haben könnte, müssen andere beurteilen, dass ich da meinen Beruf draus machen konnte als beliebter und erfolgreicher Moderator. Und dass das meine Familie ernährt und ich davon genau das Leben führen kann, was für mich wichtig ist. Jetzt sind wir also hier, ja, jedes Mal wieder, wenn ich hier auf dieses geilste Stadion der Welt zufahre. Das ist ja nicht nur jetzt die Spielstätte des FC Bayern München, sondern eben auch, denke ich, ein Wahrzeichen der Stadt München geworden, die Allianz Arena. So. Der schönste Arbeitsplatz Deutschlands, oder? Ich werde oft gefragt, wirklich, sagt der Lehmann, sitzt du irgendwo da oben hinter einer Glasscheibe? Ach was. Nein, tue ich nicht. Es gibt diesen Tisch hier. Direkt mittendrin, oder? Früher war der Stadionsprecher ja wirklich noch irgendwo oben in einer Kanzel. Mhm. Das geht heutzutage natürlich gar nicht mehr, weil wir ja gesagt, es hatte mit dem klassischen Stadionsprecher ja nichts mehr zu tun. Der Begriff ist zwar gelernt, aber letztendlich ist das, was wir hier machen, ja ein aktuelles Sportstudio unter Live-Bedingungen. Und da ist es natürlich schon von Vorteil, weil ich bin auch das Bindeglied zwischen der Regie, die auch die beiden Anzeigentafel bedient, mit Grafik und dem, was hier unten passiert. Schon gut, dass ich kein Spieler bin. Ich bin nach wie vor angespannt. Es ist so eine freudige Erregung, weil es eben nie wirklich langweilig wird. Du nimmst die einzelnen Menschen nicht wirklich wahr. Was ich spüre, ist die Energie, die von diesen Menschen ausgeht. Das ist eine feine Unterscheidung. Ja. Wenn ich sage, Mitte 27, David, und dann kommt eben aus 75.000 Kehlen oder 72, nehmen wir mal die Gästefans weg. Ja. Nein, wenn dann eben der Nachname zurückkommt, Alaba, dann ist das etwas, das kannst du richtig spüren. Das geht dir durch Mark und Bein wahrscheinlich, oder? Das ist eine oder? Energie, die toll ist. Und dann hörst du den Stadionsprecher Lehmann und der sagt dann, und hier sind der FC Bayern München und der Hamburger Sportverein. Ich glaube, einer der besseren Momente in deiner Bayern-Laufbahn war vielleicht dieser, oder? Oh. Das war diese legendäre Nacht in London nach dem Champions-League-Sieg.
dieser Abend war ein Geschenk. Ich war zwar vollkommen fertig, ganz ehrlich. Das hat man gemerkt, deine Stimme hat schon aufgegeben. Ich war eigentlich komplett durch, weil ich war ja auch schon da seit früh um 6 auf den Beinen. Das ganze Spiel war anstrengend. Ich habe meinen Weg ins Wembley-Stadion, ich musste ja auch viel, viel früher dort sein. Da war alles zu. Ich bin die letzten 4 Kilometer zu Fuß gegangen, weiß ich noch. Ich habe den Taxifahrer gesagt, wissen Sie was, machen Sie die Tür auf, ich zahle Ihnen das jetzt, ich gehe den Rest zu Fuß, Gott sei Dank. Bin dann ins Wembley-Stadion gekommen, irgendwie um 16 Uhr nachmittags. Das war alles sehr aufregend für mich. Ich bin mit Sicherheit, Achtung, ist eigentlich totaler Schmarrn, ich bin mit Sicherheit der Stadionsprecher mit den meisten Titeln weltweit. Also, weltweit? Ja, muss ja sein. Ich meine, guck doch mal an, was hat der FC Bayern München seit 1996 alles gewonnen? Alter, ist ja klar. Du bist auf jeden Fall der mit den meisten Bundesligen. Ich weiß es, ich habe nicht gezählt, ganz ehrlich. Mittendrin stand nur dabei. Oh nein! Da habe ich, ja! Das kommt davon, wenn man so nah am Geschehen ist, oder? Ja, der Sauhund, der. Wahnsinn. Da kann man sich nicht immer retten, oder? Ach, war das schön. Ja, das war, ich habe ihn nicht gesehen, er kam ja von hinten. Und das ist echt, hast du schon mal so ein 2 Liter Weißbier irgendwie schön, wenn das dann hinten den immer nur Nacken Sonntag. Kommt? Vor allem, man stinkt danach wie ein Opossum. Gab es denn mal so einen richtigen Fauxpas, irgendeinen Moment, in dem du richtig ins Fettnäpfchen getreten bist? Es kam einmal vor, dass der Mann, der mit mir im Radio die Morgensendung produziert, der hieß Markus Kahn. Und es war natürlich ein sehr enger Kollege von mir, auch Freund. Ich sehe schon. Und wir haben die ganze Woche über miteinander gearbeitet. An einem Mittwochabend hatte der FC Bayern auch ein Champions-League-Spiel. Und ich gehe also raus, ziemlich müde, habe echt kämpfen müssen. Stehe da und sage, und hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Nein. Im Tor Mitte Nummer 1, Markus. Das Schweigen, oh nein. Die Stille im Stadion. Ich habe natürlich innerhalb einer Zehntelsekunde gewusst, was passiert ist. Und ich so, Oliver! Und die ganze Südkurve erleichtert. Gott! Ja, ich weiß, Sie scharren mit den Hufen, gell? Denn wo gibt's denn noch Tickets? Moin, moin, Hummel, Hummel, morgen ist es soweit. Ich hab noch 2 Tickets, die letzten 2 und das auch noch als VIP, als Very Important Person, gell? Also, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist Stefan Lehmann. Also, es ist ja sehr oft so, dass Stadionsprecher auch bei den lieben Kollegen in anderen Stadien oft in den Medien arbeiten, denn rein Stadionsprechen ist ja kein Beruf. Und das ist eine sehr gute Synergie, das ergänzt sich sehr gut, weil ich kann hier in meiner täglichen Arbeit in einem Radiostudio natürlich sehr viel Inputs bekommen, die ich dann auch in der Stadionmoderation verwenden kann. Und umgekehrt, alle die tollen Geschichten, die ich erlebe mit den Menschen rund um den FC Bayern, mit den Fans, auf Reisen im Stadion, auch das hat natürlich Einfluss auf das, was ich hier sage in dieses Mikrofon. Das ist Bayern 1 Sound. 10cc and the Dreadlock Holiday, ladies and gentlemen. Das macht der Lehmann, wenn er nicht im Stadion ist. Radiomoderator. Yeah. Sind from Mama. Ich grüße alle Roten hier im Stadion, im Norden, im Süden, im Osten und im Westen, im Obermittel- und Unterrang, die Fans des FC Bayern München. In der 24. Spielminute Tor. FC Bayern München durch unsere Nummer 9, Robert! Neuer Spielstand, FC Bayern, HSV, danke! Nee, es geht jetzt noch weiter. Jetzt habe ich noch, noch ein Spiel. Ja, das reicht jetzt heute. Nein, ich werde jetzt noch ein Interview mit einem Spieler machen. Okay. In der Loge von Audi und Adidas. Das ist so ein Kessel, der kommt
euch den Haupteingang. Meine Damen und Herren, Javi! Javi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿tú? Ja, auch. Danke, Javi. Lehm, sagst du noch was? Ja, warte mal kurz, doch, ja kurz. So, liebe Bayern, also kommen Sie alle gut nach Hause. Servus, bis zum nächsten Mal.